Sie sind echte Hingucker. Mit dem Design mobiler Endgeräte geben sich Hersteller große Mühe. USB-Schnittstellen und Kartenslots sucht man allerdings oft vergeblich. Dieser kleine Smartcard-Reader soll zukünftig helfen, auch schützenswerte Daten unterwegs auf dem Tablet-PC abrufen zu können. Er hat einen Bluetooth-Chip integriert und ist mit einer PIN gesichert. Der Anwender, der zu uns ins Rechenzentrum kommt, ist namentlich bekannt. Das heißt, wenn der sich mit seiner Smartcard anmeldet, dann wissen wir, da kommt die Doris Hübner und die darf mit diesen Rechten, die auf dieser Smartcard hinterlegt sind oder die geschaltet sind, bestimmte Daten aus dem Rechenzentrum abrufen. Nicht nur digitale, sondern auch reale Türen sollen sich zukünftig mit dem Smartphone öffnen lassen. Eine App ermöglicht, digitale Schlüssel direkt oder per E-Mail zu übergeben und an bestimmte Nutzungsrechte zu koppeln. So kann beispielsweise der Nachbar kurze Zeit Zutritt zur eigenen Wohnung erhalten, um etwa im Urlaub die Blumen zu gießen. Wir können sie an Freunde senden, wir können Policies einsetzen, wie oft ist es gültig, wann ist es gültig. Und zum anderen können wir das mobile Gerät als universales benutzen. Wir brauchen nicht mehr für jedes Institut, für unterschiedliche Unternehmen, differente Karten. Bei 007-Technik sind auch potenzielle Bond-Girls nicht weit. Die Miss Germanys der letzten 3 Jahre präsentierten auf der CeBIT eine Uhr mit integriertem Touchscreen-Handy. Neben Telefonieren wie James Bond lassen sich mit ihr Musik und Videos abspielen und natürlich auch die Zeit ablesen. Elektrisierende Schönheit auf dem größten Hightech-Event der Welt.